Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Ich war jetzt ganz kurz mal für kleine Mädchen und natürlich ist es inzwischen Nacht geworden. Das heißt, wir füllen jetzt mal hier unseren Pottich auf. Das heißt, wir werden mal eine Runde pennen gehen, fürchte ich, bevor wir uns der Insel hier widmen. Ach ja, was fehlt mir denn? Fällt euch auf, was mir fehlt? Ich hab da ja etwas verloren. Wo ist denn das Saufig? Da. Na! Oh Gott, der hat mir zum Glück nur ein Netz kaputt gemacht. Was? Blankes Seil und Nagel. Ich habe nichts Schrott da. Haben wir hier einen Schrott? Perfekt. Ein Nägelchen. Haben wir hier noch irgendwo... Da. So, ein Netz für uns. Das ist schon fast unglaublich, oder? Hä? Ist hier gar nichts kaputt. Da. Nein. Bitte drehen. So. Perfekt. Sonst falle ich da nämlich rein und das war's dann für mich, ne? Das da haben wir dann einen tiefen Fall. So. Ich fülle wieder unsere Flasche auf. Dann gießen wir eine Runde. Wir trinken einen Schluck. Und füllen das Ganze wieder mit Salzwasser auf. Vielleicht ist sie inzwischen trotzdem hell. Ja. So. Und so, fertig. So, dann wäre es gut auch mal zu ernten. Weil so schön langsam geht mir hier das Essen aus. Vor allem darf ich jetzt auch mal Rüben anpflanzen. Weil von denen habe ich fast nichts mehr. Schockschwere Not. So, die Kartoffeln. So, zack, zack, zack. Aha, da ist irgendwie... Ah, das Wasser ist aus. Alles klar. So. Brauchen wir schnell Neues. So. Schnell auffüllen. So, geht schon wieder. Wir trinken auch nochmal einen Schluck. So. Dann können wir das hier bequemer nachfüllen. Sehr gut. Der leuchtet irgendwie überhaupt nicht. Braucht jetzt auch schon Strom. Nee. Will er halt nicht. Gut. So. Gönn dir. Mistviech. So. Wir füllen wieder unser Flascherl auf. Lassen auch gleich wieder die nächste Portion Salzwasser hier reinigen. Ob es noch ein drittes Upgrade gibt für den Reiniger, weil es wäre ja auch schön, wenn wir Salz kriegen könnten. Und das wäre ja richtig geiles Meersalz, was wir da kriegen würden. Zum Kochen zum Beispiel, ne? Das wäre schon nicht schlecht. So. Aus meiner Sicht. Gut. Zum 100. Mal möchte ich mir jetzt ein Bett bauen. Ich befürchte, ich habe jetzt zu wenig... Habe ich jetzt da zu wenig Federn? Tatsächlich, mir fehlt eine Feder. Oh Mann, ey.
Ja. So. Ich muss mit der Leiter eine stipitzen, es tut mir leid. So. Gut. Fürs Bett nämlich, ne? Blanke Nägel. Oh Gott, ich habe keine Nägel. Das kann ich überhaupt nicht bauen. Na, vergiss es. Brauchen wir eh nicht mehr. Es ist eh schon hell. Vergiss es. Vergiss dieses blöde Bett. Ist besser, wenn man hier schnell. Hä? Warum kriege ich hier Sachen? Also, weil ich hier unabsichtlich das Fass geöffnet habe, wahrscheinlich. Da ist schon besser, wenn wir uns jetzt hier Platz verschaffen. Wieso schmeißt denn du das weg, du Gestörter? Platz verschaffen, einfach ein bisschen und dann ist schon alles gut, glaube ich. So. Federn hätte ich mir jetzt auch sparen können. So, ja, das war super. Das war ganz hervorragend. Haben wir hier irgendwo eine Planke? Nach Möglichkeit ohne. Nur Planken, wie cool. Sehr gut. So, passt. Dann muss ich mir hier jetzt den Fischköder gönnen. Fischköder, Haiköder, Herrschaftszeiten. So. Wenn er anbeißt. Dann hauen wir uns in die Fluten. Ich werde auch sofort den Seetang ernten und als nächstes gleich werde ich versuchen, Erze zu kriegen. Passt. So, ganz schnell. Schrott muss ich auch gleich mitnehmen. Das nehmen wir auch gleich mit. Hier sind nur Steine. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Und hier ist noch mehr Seetang. Das nehmen wir auch mit. Da haben wir noch Schrott. So, da hinten ist noch Sand. So, dann können wir gleich schauen wegen Erze. Oh, ich brauche Luft. Komm. Passt. Sofort loslegen wieder. Seht, dann haben wir jetzt sehr viel. Der Hai ist fertig mit Essen. Das ist schlecht. Das heißt, er wird uns gleich anknabbern. Weil mit dem Holzstückchen kommen wir nicht weit. Da haben wir Erze. Die muss ich schnell mitnehmen. Gleich zwei, das passt genau. Das nehmen wir auch noch schnell mit. Das auch. Das auch. Hier ein Seetang. Oh ja, da hat er uns schon. Da hat er uns schon. So. Nichts wie hoch, bevor wir sterben. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Passt. Das Erz nehmen wir sofort. Das können wir sofort schmelzen. So, die Planken. Gut, das hätten wir schon mal gerettet. So. Das wird sofort gebunkert. Nägel kann ich gleich bauen eigentlich. Hängematte. Jetzt könnte ich sie bauen, ne? Warte, zuerst werden aber die Flossen wichtiger. Seil, von dem brauchen wir was. Kunststoff. Na gut, der ist gerade am Schmelzen. Ja.
Den Sand können wir noch da reinschmeißen. Den Ton können wir noch da reinschmeißen. Ja. Wir sind hier leicht überfüllt, ne? Ich glaube, ich gehe mal rauf Essen holen, weil ich bin eh hungrig. Haben wir jetzt noch genug? Ja, Gemüse habe ich noch genug. So, die Erze sind fertig. Aha, jetzt könnte ich schon... Warte. Jetzt könnte ich mir schon den hier schnappen. Das kann man hier hinschmeißen. Das kann man da hinschmeißen. So, das behalte ich noch. Da könnte ich jetzt ganz schnell so machen. Zack, zack. Planken. Die haben genug auf dieser Seite. Gut. Huch. Ne. So, schnell essen. So. Und so. Und so. Dann können wir gleich die nächste Suppe kochen. So. Hup. So. Geht schon los. So. Kocht schon fröhlich vor sich hin. Wir können mal was knuspern. So, wo haben wir... Hä? Hatte ich die schon aufgegessen? Schaut aus. Okay. Gut. So. Hier können wir die nächsten Kartoffeln anbauen. So. Zumachen wieder. So. Naja, gönn dir. So. Gut. Da oben wollte ich auch noch hin, ne? Ich bin der volle Profi. Unglaublich. So. Ich habe jetzt nicht so viel Platz. Vielleicht soll ich noch warten. Ja, weißt du was? Das machen wir so. Dann kann ich das noch wegessen. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Auch das machen wir noch schnell. So, schön wegtrinken. Ich hupfe immer auf der falschen Seite runter. Das ist unglaublich. So. Halt. Ja. So. Da pflanze ich jetzt auch gleich neu an, bevor mir die Sorten ausgehen hier. So. So. Hier kommt die Kartoffel. Halt. So. So, passt. Das hätten wir schon mal. Gut. Das ist unglaublich. Ja, die Steine tun wir wieder hier rein. Eigentlich das Essen kommt hier nicht hin, das kommt rüber. Also weg damit. Jo, das geht schon mal so. Da hat jetzt eh nichts mehr Platz. Doch, das können wir noch so machen. Jo, gut. Dann würde ich sagen, so, 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 so. Und dann tun wir den Clipper noch in Sicherheit bringen. Dann tun wir noch das Essen entsorgen. Die Kokosnuss, wobei, aha, die Kokosnuss könnte ich essen gleich. So, die Kartoffeln machen wir so und die machen wir so. Ja. Jo, das geht. So, die essen wir gleich weg. Passt. Ein bisschen Vitamine. Passt, genau. So, gut. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Ah, ein bisschen Platz ist gut gesagt. Gar kein Platz eigentlich. Das wird irgendwie nicht besser.
egal was ich mache, das wird nicht besser. So, das können wir noch hier hin tun. Na, die Planken würde ich gern behalten, die Schüssel auch, aber das Seil kann ich dabei wegtun. Jo, zur Not, ne? So, jetzt aber. Jetzt gehen wir mal rauf. So, Heureka! So. Und schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte die Schaufel gebraucht. So, mal schön die Blümchen einpacken. Habe ich noch Platz? Ja. Ein bisschen Platz habe ich noch. Aha, jetzt ist schon vorbei mit dem Platz. Die Mango werden wir gleich wegessen. Dann hat der Samen wieder Platz. Rote Blümchen haben wir nichts Platz. Okay. Hui! So. Die Blümchen kommen da rein. Die Sämlinge sind eh alle weg. Hurra, hurra. Unglaublich. Warte, dann hatte ich hier irgendwo... Genau. Nein, den Behälter wollte ich haben. So, den müsste ich jetzt dort wohin stellen, wo schon so eine gesicherte Dingsbums ist. Das wäre hier hinten, glaube ich, nicht so schlecht. Da kann ich das, glaube ich, gut hin platzieren, weil da habe ich eine größere Chance, dass der blöde Haifisch die Sachen nicht wegfrisst, ne? Da könnte ich auch die Blumen hin tun, ehrlich gesagt. Aber ja, da wären die Blumen schlauer hinzutun, wegen Farbe und so. Und die Sämlinge in die andere Kiste zu schmeißen, glaube ich. Also einfach mal die Kisten. Und ich nehme alles mit. Geht sich das aus? Nicht so ganz. Warte mal kurz. So. Ich will die Kisten jetzt ein bisschen in Sicherheit bringen. Momentchen. So. 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 Und so. Damit der blöde Haifisch mir da nicht immer fort am laufenden Band die Sachen kaputt macht, ne? So. Passt. Tap, 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 tap. Sehr gut. Und jetzt können wir hier... Wobei, das ist auch ein Schwachsinn. Warte. Sämlinge gehören ja rüber. Hierhin. Eigentlich. Nur gesichert haben wir nur hier. Dann muss ich sie hier hinstellen, derweil. So. Und weg ist das Teil. Jawohl. Macht aber nichts. Bauen wir gleich wieder. Aha. Da haben wir was Kaputtes. So. Ansonsten, der Rest steht, glaube ich, noch, ne? Passt. Gut. Das zu dem. Können wir da raufklettern. Ich weiß, es ist Nacht und es wäre jetzt ein perfekter Zeitpunkt, um schlafen zu gehen. Irgendwie habe ich das gerade... Hä? So, Heureka. Aber wir machen hier weiter, würde ich sagen. Rote Blümchen, genau. Mit Sämlinge. Ach, das ist so dunkel hier. Das ist übel. Passt. Hier komme ich nicht drauf. Das heißt, ich müsste hier so eine Schräge bauen. Da gibt es ja auch mit dem Hammer. Das habe ich mir gerade vorhin abgeschaut.
So eine Art Holzdach. Das müsste das hier sein. Gibt es da auch was anderes? Ah, das sollen diese Dächer sein. Die soll man hier so schräg hochbauen können, dann kommt man hier zu sowas rauf. Jo. Also, schwupp. Da brauchen wir auch ordentlich viele Planken. Das heißt, ich kann hier schon mal unser Lager ein bisschen ausrauben. So. Und das soll man hier so hochbauen. Dann soll man hier raufkommen. Ich bin gespannt. Reicht das schon? Jetzt reicht's auf alle Fälle, ne? So. Habe ich noch Platz? Ui. Nicht mehr allzu viel. Schaut halt nicht sehr schön aus, aber es ist halt zwecksmäßig, ne? So, dann kann ich jetzt nochmal. Wow, ich werde sterben. Na, geht's ja aus. Dann werde ich jetzt nochmal die Sachen wegtun. Also, das kommt mal weg. Dann Blüten haben wir hier. Ich muss schon überlegen, wo was ist. Blütendingens haben wir da. Das ist hier. So. Ja. Hab dich auch lieb. Eigentlich nicht, aber ist egal. Essen. So. Halt. Blüten waren hier. Bäh. So. Dann Holz, mein Holzspeicher, der war da. So. Inzwischen können wir wieder Klipper machen. So. Jeweils eine Planke. So, da. Das kommt hier hin. Jetzt müsste ich eigentlich schon genug haben für eine Flosse, oder? Fünfe, sechse, Seile und Kunststoff fehlen es noch. Ja, das passt schon. Seile, Kunststoff. Da haben wir die Seile. Und der Kunststoff, den haben wir eh hier zu Genüge. So, perfekt. Haben wir wieder Flossen. Sehr gut. Gut, das heißt, den Rest kann ich schon wieder ordnungsgemäß verstauen. So. So. Perfekt. Gut. Hunger und Durst habe ich noch nicht. Passt, können wir wieder raufgehen. Und weiter ernten. Wie gesagt, es schaut nicht schön aus, ist aber zwecksmäßig. Vielleicht haben wir ein Glück und wir finden hier wieder einen Helm an. Aber ein Rezept, Gemüse, irgendwas. Gemüsesuppe, die hatten wir doch schon, oder? So, die können wir auch mal wegessen. Nom nom nom, gleich mal zwei ganze Wassermelonen verputzt. Platz habe ich auch noch, das ist gut. Aber mir ist noch kein Dreck aufgefallen. Was haben wir hier noch für eine Farbe? Gelb. Für Gelb habe ich jetzt keinen Platz. Da muss ich nochmal zurück und nochmal hoch und dann das Holz noch machen. So. Hier kommt gleich. Ah, falsch. Hier kommt die Sämlinge rein. Genau. So, die Wassermelönchen. Passt, die Blumen kommen runter. So.
Und so. Nanu, die blaue. Genau. So, das Rezept tue ich jetzt auch mal kurz hier hin. Ein Metallerz war in der Truhe drinnen. Okay. Das können wir gleich schmelzen. So. Planken platzieren, okay. So. Das kommt jetzt auch wieder da rein. So. Gut. Was wollte ich denn noch bauen? Was wollte ich denn noch bauen? ich hab's vergessen. Ah ja, die beiden. Na, da fehlt mir Metall, ein Haufen, den habe ich noch nicht. Gut. Nochmal rauf. Da gab es noch Blumen oben, kommt mir vor. Und dann möchte ich noch schnell schauen, ob sie irgendwo die Möglichkeit gab, Dreck zu ernten. Also Schmutz. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee, nee. Gut, oben sind wir jetzt fertig. Jetzt fällt dann eigentlich nur noch unten die Möwe ist... Nein, verkehrt. Die Möwe ist hier fröhlich vor sich hin. So, das passt. Die Blüten bringen wir runter. So. Sehr gut. Die Melone können wir noch essen. So. Dann müssen wir eigentlich fast fischen, ne? Für den Köder. Oder habe ich jetzt noch einen? Nö, den haben wir verbraucht. Bilde ich mir ein. Ja. Gut. Dann heißt es wieder Angel bauen, ne? Eine Angel. Brauchen wir Seile. Da haben wir eh genug. Ach, immer dieses Hin und Her, ne? Würdest du... Nee. Danke. So, zum Blatt sparen von mir aus. Ah, Sämling habe ich vergessen abgeben. So. Jetzt passt es wieder, glaube ich. So, ist eigentlich wurscht, wo wir fischen. Mal ruhig hier. Zack. Blatsch. Und dann heißt es wieder tauchen gehen, sobald wir den nächsten Fischköder haben. Hering und Seebrasse war es, glaube ich. Böh. Komm schon, komm, beiß an, du dämliches Viech, tralala. Ja, das schaut halt wirklich nicht schön aus mit der Rampe hier, aber was soll man machen? Wenn man hoch hinaus will, geht das halt nicht anders. Ich habe da oben vergessen, die Palme zu ernten. Böse Zocki. Ist wurscht, wir haben genug Planken. So, geht schon. Beiß an. Makrele. Hering fehlt. Der Hering fehlt. Und Seile muss ich noch holen. Komm. Beiß an. Mach. Danke. Ja. Das war klar. So. Ja, Kunststoff fehlt.
der Kunststoff fehlt wieder. Immer fehlt der Kunststoff da. Jo, der Kunststoff. So. Tja, was haben wir da? Makrelen und noch immer kein Hecht. Meinst du das echt? Es fehlt der Hecht. So ein Dreck. Na gut. Ah, da gibt es keinen Hecht. Du meinst Hering. Lachs. Auch nicht richtig. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir beenden den Part. Jo. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.